Als ich hier mit einem Pferdeliebhaber, der ist von Nieland, das ist Heinz Franz, und wo ich mit dem rede, wir haben einen Film gemacht, bitte gesagt, er hat eine Initiative gehabt. Und Heinz war uns im Film und mit Antje, und dann vertellen wir ein bisschen darüber. Wo kommst du auf die Idee, mit Piet mal ab Jubiläum was zu tun? Okay, also wie deine, wie ich verantwortlich dafür, dass mit verantwortlich an einem Komitee das Jubiläum zu feiern. Und an dem Komitee, wie ich, war ich dann gefragt, noch einen Umzug zu machen. Dass man das ja meistens ab Jubiläums mag. Und wenn ich das auch am 50-jährigen Jubiläum mit organisiert habe, dachte ich so, wie muss ich mal was anderes tun als dann, ich habe nicht eine Kopie zu machen. Und da ich ein Gespräch mit einem guten Freund aus Männern, sagte ich auf mir das bewusst, wie viele Menschen oder wie viel Fortjahr von einem Bohnen bei Männern und Fernheim gekommen wäre. Ich rede dann von 150, das wäre dann alle Finale war doch ein bisschen weniger. Da kam mir dann die Idee, Mensch, warum wollen wir nicht mal für jeder Jahr einen einen Woche reinmachen und den Aufzug danach ein bisschen bekleiden mit Menschen, die Schüler oder auch ältere, erwachsene Menschen, für die Leute, die dann gekommen wären, die Geschichte einfach nochmal wörtlich, bildlich fertigstellen. Ja, das wäre eigentlich der Anfang, wo ich da eben wo ich dort abkomme. Ja. Kreit auch an die Jugendlichen dort, war da frisch bewusst zu machen? Ah, sie müssen wir, da kreit sie wieder, ja. Also, an die Tschenja, meine Tschenja, meine Mama, ihre Großtschenja, die weiß ich davon all sehr wenig. Sogar meine Generation, als ich dann Anfang die Woche tippte, sehe, war das ein wenig Menschen, meinen Eltern mit 24 Jahren, überhaupt noch wüsste, wie ein Bagger funktioniert oder wie ein Bagger auch angespannt wird und gefahren wird, um dort auch wirklich bewusst zu machen und dort auch für unsere andere Generationen, für die Tschenja, Grötschenja, lebhaft zu halten. Warten wir uns dann auch am Kommentar nicht, wie wir dort einfach mal dort führen. Ja? Und deine Früh und fuhrt andere Menschen in der Stadt, die daran? Ja, also dort wir an dem Sinne kein Problem. Wir haben ja meine frühen Eintöpfe, wir haben ja alle viele Karawanas gemacht. Kleine, Gratere, auch eine Nobakelie, wie wir Mädchen fahren. Da haben wir ganz begeistert davon. Da sage ich, das ist eine feine Sache, das ist dein Leben, das ist dein Traum, das ist dein Hobby. Für die Wörtlich dort, ich war mitarbeiten. Mein Bruder Hans-Peter, meine andere Geschwister und den der Tschenja, die haben mich sehr mutig gemacht, dass wir das machen wollten. Ich hatte auch ein paar Menschen, die mich Fuß begleitet haben, auch aus dem Exekutivkomitee oder auch von Fernheim, Bernhard Funk und von Fernheim Peter Derze, die haben mich da sehr mutig gemacht. Ohne den beiden hätte ich wahrscheinlich mit ein bisschen schlapp gemacht, wahrscheinlich. Aber Onkel Peter Derze besonders. Na, Franz, sag ich, da wollen wir mal. Dort wollen wir Handchen rein. Und werden davon kreuzen. Also, die Erstattung wird da, auch besonders auch von der Verwaltung, wenn der am Anfang ein bisschen skeptisch wäre. Ich will gerade mit fragen, wo läuft der daran, dass das 75 Wagen oder Bagger geben? Die Eberschuld sieht nachher, er hat mir 15 Minuten eure Chicken nicht gesagt. Wenn es mir eigentlich ein Klebet für nicht ganz kleine Hölle hat, aber die Verwaltung auch so, die checkt mich ein bisschen anläufig an und sagt, weißt du, was du weißt? Ich sage, ich weiß, was ich will. Aber ich das Handchen hier war, dort lebe ich auch. Da lebe ich dran, wie sie euch überzeugt. Geschichtskommentar hier das Selsche, der sagt, wenn du dir das Teut rüst, die Idee ist gut. Aber wie seine Wörtlichen sind skeptisch. Und wirklich ganz einfach, ne? Dass die alle Teut hier. Aber wir haben artlich mal dann aus der größten Gruppe, wir haben dann aber sehr viel mal kleinere Gruppe, wir haben ein Männerhaft, der Werner Funk, hat 8 Fortschritte. Ja, das war einmal gerade bei Donja Brecher, also wir sind nun ganz dicht an dem Tag, wo das feiert wird. Das wird der Akte offiziell, dann wird der Präsident gekommen.
Und an dem Tag, wo die dort klopft, wäre die Piet nicht unruhig und mit all den Flaggen und dort Klotschen von den Menschen und alles? Naja, unruhig wäre zumindest die verantwortliche Menschen, die allmal mit Piet vorhatten, die wäre allmal unruhig. Ja? Das ist ja klar, ja. Und ich weiß nicht, wer von Jünger checkt. Und weit wird dort heute mit 100 Tagen die Piet. Und da 350 Menschen ab die 75 Wochen, dann ist all ganz was los. Sicher, da wäre so eine Pier, die war da ruhig, wenn sie auch sie immer so waren, der Präsident Besuch essen mit dem Protokoll und alles, das dient sich dann ein bisschen länger. Wir mussten, er ist so wie 10 Minuten länger stehen bleiben, als wir eigentlich wollen vorher. Und so dort auch eine ganze Reihe anruhig warten, aber. Dat, ich würde das hier einfach mal so aus einer Gebetserhörung, auch aus einer Hilfe von Gott. Und auch, dass Gott hat einfach will, dass wir diese Karawane durchführen dürfen. So dass wir durch dem Choral, dem Hauptdach, durch dem Choral vor einem Choral selbst nicht ein Probleme machen dürfen. Und auch die Luftballons, was wie viele Leute der 75 Jahre aus Zeiten des Freifriedens. Da wäre wahrscheinlich, da wäre es wohl ein bisschen arruig ein paar Papier, aber also im Choral selbst ist wirklich nichts passiert. Vorher, wir haben ein bisschen Anlage mit einem Wagen, dem jungen Papier, der aber an dem Dach wäre das 100%. Ich möchte Gott hier 100% auch an diesem Film die Ehre und dem gebührigen Dank geben, dass er uns wörtlich das vier Leute und auch, dass er dort einfach auch sein muss und dass die Menschen dort verurteilt wird. Was ist wörtlich 75 Jahre? Was haben unsere Eltern, meine Oma, meine Tschinger, ihre Großeltern, Urgroßeltern, was haben die wörtlich für Strapazen und alles Mögliche erlebt? Und wo ich schwor, dass ich gehabt habe, hier den Anfang zu machen. Ja. So, wir sehen auch sehr viel, dass die frische Tomtisch, frische Kollasch, frische, wie sagt man das, die Scher, was die Piet haben, wo ist die dort her? Ja, das wäre eine ganz interessante Erfahrung. Die Seele nennt man das Plottisch. Und die Seele wurde zum Teil in Rio Verde und Durango genäht. Die Heimse, das sind die Haltstädtchen um Holz, zum Tratsche. Die wurden in Rio Verde gemacht von einem Onkel. Und die Kalasch, das sind die Fähren um Holz, wo die dann Tratsche dürfen, das Chesse. Dort brachte ich von Bolivien an. Also wir haben rund 40, 45 neue Seelen, ab dessen war ich von verschiedenen Städten dann, Bolivien, Rio Verde, Durango, Taub geholt. Die Menschen kauften die Seele und viele Wochen können wir liegen. Wir haben bei Onkel Peter Derzen eine ganze Reihe Wochen geliebt. Und der Onkel Werner Funk von Mano hat auch eine ganze Reihe. Dort haben wir geliebt über die Seele. Und das Geschirr wurde dann topgestellt und wurde dann zum Kostenpreis an die Menschen verkauft. Ein Teil war dann auch nur für die ganze, die haben ein Museum eingestellt. Und was sehr interessant wie auch, wir haben hier dort auch versucht, interkulturell abzutragen, dort auch Indianer mitmachen, das ist von Campo Alegre zum Beispiel, die haben sich sehr, sehr gefreut, dass sie mitnehmen vor der Dorf. Latein-Paraguaya wäre dort zwei Wochen. Wir haben aus Rittasch, Bier-Rittasch, haben wir eine ganze Reihe Indianer, auch Latein-Paraguaya von den Oberkolonien. Menschen gefragt, die mitreden dürfen. Also, wie versuchte das interkulturell, interkolonial und interethnisch zu machen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, wenn ich drin denke, dass wir doch so bewahrt worden sind und dass das so 100% geklappt hat. Ja. Und bestimmt habe ich dann eine Ferien mit den Indianern in Kontakt gehabt, weil sie Bagas gesagt haben, die frisch zu restaurieren, frisch abzuarbeiten. Ja, wir haben ganz genau von Campo Alegre, von Casorina, von San Antonio. Ich bin ein paar Tage rundgefahren einfach und habe alle Wracks Töpfe gekauft. Und dann haben die einfach restauriert, einen Teil an Menno, einen Teil an Fernheim, Bianco Pedra Derze.
und einen Teil halt in Nieland auch noch, so dass wir viel Arbeit auf Dormatch gehabt haben. Und da haben wir auch immer wieder in Kontakt mit den Diana, die wir 100% mit in diesem Fall entfalten sich. Das sind was sie ganz sehr deide, wie ich hier von Kampfleger noch extra ein Dankeschreiben, dass die dankbar gewesen wäre, dass wir ernt aus Teil von der niederländischen Gemeinschaft seiner Teile. Ja. Man sagt ganz verschiedene Bogus und Wogus. Kommt das daher, weil es wie Russen und Kanadier sind, daher die verschieden? Ja, also, wir haben Bewusstheit, wie bloß Wogus nehmen mit Halträder. Nicht von durch, wie sei der hier, der Metzabarisch mit den kleinen BMW-Räderchen. Oder auch von Deutschland importierte mit Gummräder, die nehmen wir nicht, wie die haben alle Wogus. Und da gibt es die verschiedenen. Ja. Da gibt es die Männische aus Kanada, und da gibt es die Amerikanische aus USA, die Wurz, was von dann importiert wird, und dann die Wurz von was die Fernhämmer hatten. Und wenn die Niederländer dann adaptieren, die von den Fernhämmer. Und Baras genauso. Wir haben dort kleine Baras, Jiratre Baras, Draschkes aus Russland vor, die alles neu gebüde. Ja, und dort sieht man auch wirklich, dass die Schüler auch sehr mit nennen genommen. Wäre der Bejester da, sich anzutragen, Altmensch anzutragen und mitzumachen, mit vorne da an der heute Sonne? Ja, am Anfang sagt er, das ist ein bisschen schwierig, die kommen sich ein bisschen frei für ein paar, aber als dort erst anfangen zu tragen, dann kriege Becky Borch und Diana Ditsch und Rosie Isaac, die drei Lehrerinnen aus der Zentralschule, die haben sich 100% eingesetzt. Und die dort haben wir gekriegt, am Finale hat wir dann 115 Schüler, die mit vorbereitet und die sich verkleidet haben. Die wären selber jetzt, dass die ein paar derjenigen nach den ganzen Sinne und Eva in Mucke Fotos mit Touristen und erklärte, und wir total begeistert davon. Also die Schule, ich sehe das letzte Mal bei den Städtenlokal, die Schüler haben an dem Tag ungefähr wie 50% ausgemacht, dass das sehr fein geklappt hat, ja auch, dass das sehr bildlich hergestellt wird. Und auch da bedanke ich mich auch nochmal wieder auch an die ganze an die Zentralschule und auch an dem Direktor Ricky Junger, dass er seine Schüler und seine Lehrer bereitstellen hat. Also ich wundert mich wirklich, weil die Zentralschüler, wenn sie eigentlich ein bisschen an dem Aller sind, wo sie nicht unbedingt so eine Klinik hätte mitmachen wollen, doch mitmachen sollte, ja. Gut, Heinz, wir sind da ja am Schluss angekommen. Dankeschön für deine Zeit, wenn du nachgehört bist, was du sagst. Dankeschön auch, dass ich das machen darf. Und ich freue mich, dass ich das im Film schicke. Ich hoffe, dass dein dort auch was wir wollen. Interkultural, Gott loben für 75 Jahre, dort wie ein Paraguay, unsere ältere, Großeltern, in New York, unsere Kinder in Frieden, in Paraguay, leben dürfen. Dankeschön.